Hallo zusammen, hier ist eure Ninja. Willkommen zurück am 11. Dezember zu meinem Adventskalender. Heute stelle ich euch Control vor. Das wird schräger als sonst. Ist leider so. Du hast mich gerufen. Und hier bin ich. Ich weiß, ich habe dich manchmal ignoriert. Ich bin immer froh, von dir zu hören. Ich hoffe eben immer wieder und wurde dabei so oft enttäuscht. Habe nichts gefunden. Es ist, als lebten wir in einem Raum mit einem Poster an der Wand. Wir starren das Poster an und denken, das ist die ganze Welt. Der Raum. Und das Poster. Das Bild ist schön. Eine Landschaft, eine Berühmtheit. Wie in diesem Film, diesem Gefängnisfilm, wie ist er noch gleich. Der Raum ist unsere Zelle. Und das Bild, es ist für alle anders. Ob schön, hässlich, grausig oder traurig, es fesselt uns alle. Doch es ist eine Lüge. Es lenkt uns von der Wahrheit ab. Sie belügen uns. Wir belügen uns selbst. Der Raum ist nicht die Welt. Die Welt ist viel größer und viel verrückter. Ein verborgenes Loch hinter dem Poster führt in die echte Welt. Wir fühlen uns in unserem Raum sicher. Aber manchmal kriecht etwas hinter dem Poster hervor. Und die, die es sehen, flippen aus und versuchen alles, um es wieder zu vergessen. Ich bin hier. Warum hast du mich hergebracht? Hallo? Ist da jemand? So, wir spielen hier diese Jessie und versuchen hier jetzt in diesem komischen Regierungsgebäude jemanden zu finden. Da liegt auch schon was. Das schauen wir uns mal an, was wir da gefunden haben. Schriftverkehr. Erinnerung. Bestimmte Objekte sind innerhalb der Behörde nicht erlaubt. Jüngste Vorfälle haben eine Auffrischung über die verbotenen Materialien notwendig gemacht. Unerlaubte Waffen, Pager, Laptops, smarte Uhren, smarte Phones, smarte Spielgeräte, alle anderen Smarts, Bleistifte in HB. Alle Objekte, die als ikonische Repräsentationen eines archetypischen Konzepts gelten, zum Beispiel Gummienten, Ketchupflaschen. Alle Materialien, die von der Behörde untersucht werden, müssen durch private Eingänge hereingebracht werden. Wenn Sie beobachten, dass Lobbymitarbeiter gegen diese Richtlinien verstoßen, informieren Sie bitte sofort Ihren Vorgesetzten. So, wir dürfen also keine Gummienten mitbringen. Dann legen wir die mal wieder weg. Hier liegt eine Tasche. Ah gut, die kann man nicht mitnehmen. Da geht jetzt eine Tür auf. Da gucken wir mal rein. Hier was Interessantes liegt, aber ja, hier sind wir. Was ist das? Wow, so Pförtner-mäßig, so ein Ding. Aber hier liegt jetzt nichts Interessantes rum. Gehen wir mal wieder raus. Und die Treppe hoch. Hier gehen die Türen alle von alleine auf. Auch sehr interessant. Hier liegt wieder was. Dieses Siegel. Lange her, dass ich das gesehen habe. Aber ich sehe es in meinen Träumen. Ach, das da auf dem grünen Ordner. Wird sie wohl meinen? Das sieht aus wie Rohrpost. Da haben wir jetzt wieder was gefunden.
Schauen wir mal nach. Forschung und Aufzeichnungen. Einiges geschwärzt. Ausgabenüberblick, Geschäftsleitung Q2. Hauptausgaben, Personalüberwachung, geschwärzt. Datenzentrum, Initiative, Bau, zweimal geschwärzt. Nebenausgaben, Büromaterial, Hausmeisterkosten, geschwärzt. Fungusentfernung, HQ-Unterhaltskosten. Aufschlüsselungstabelle der Kosten auf Seite 5. 5-Jahres-Vergleichsdiagramm auf Seite 9. So, so. In dieser Behörde gibt es also einen Haufen Dokumente. Und die werden hier augenscheinlich mit Rohrpost verschickt. Ja, jetzt sprinten wir. Okay. Wo sind wir hier? Das sieht aus. Okay. Hier sind die Toiletten. Können wir. Da müssen wir jetzt nicht hin. Gehen wir mal einfach weiter. Federal Bureau of Control. Jahrelang habe ich die gesucht. Und hier sind sie. Direkt vor meinen Augen. Ja, jetzt hast du sie gefunden. Was haben wir hier? So ein Meetingraum oder sowas. Aber da kommen wir jetzt nicht rein. Hier ist frisch gewischt. Hier kommen wir rein. Liegt hier was Interessantes? Ja, hier hinten. Gucken wir mal. Da haben wir wieder Schriftverkehr gefunden. Und zwar eine Sicherheitsanordnung, was zum großen Teil ziemlich geschwärzt ist. Achtung an alle Mitarbeiter und dann weiterhin geschwärzt. Blablabla, bla bla, ein Hai in seinem blablabla, bla bla, obwohl sichere geschwärzt. Genehmigung zum geschwärzt nach einfachem Protokoll. Geschwärzt, erschießen. Geschwärzt, viel Glück. Okay. Jawohl. Damit kann man jetzt viel anfangen. So, da gehen wir mal weiter. Hier liegt auch wieder was, allerdings ist es hier stockfinster. Wieder irgendein Bericht. Schauen wir mal nach, was der uns sagt. Hallo, wie Sie jetzt alle wissen sollten, sind die R4-Berichte am Ende dieser Woche fällig. Wir warten immer noch auf Berichte von einer ganzen Reihe von Leuten. Wenn Sie eine Verlängerung brauchen, fordern Sie bitte das Formular R4E bei Ihrem Vorgesetzten an. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie kein R4 einreichen müssen, dann benötigen Sie eine schriftliche Genehmigung von Ihrem Vorgesetzten, die das bestätigt. Vergessen Sie nicht, dass R4 nach Abschnitt 75.2 des Handbuchs für Mitarbeiter obligatorisch sind. Sollten für Ihren R4 abteilungsübergreifende Forderungen benötigt werden, dann kontaktieren Sie bei Bedarf bitte den entsprechenden Abteilungsleiter Dr. Darling, Miss Marshall, Mr. Salvador oder Mr. Kirklund. Sie werden am Donnerstag mit Ihrer jährlichen Überprüfung der Richtlinien zu tun haben, also planen Sie bitte entsprechend. Beste Grüße, Ihr Team von der Verwaltung. Oh, da ist einer. Da ist einer und der singt uns was vor. Da, schaut mal. Aber bevor ich zu dem gehe, gucke ich noch mal kurz, ob hier was Interessantes liegt. Ne, sieht nicht so aus. Okay, dann gehen wir mal zu dem hin, der da so fröhlich vor sich hin singt. Hey, Entschuldigung. Hallo. Da bist du. Du bist wegen des Jobs hier. Hausmeisterassistentin, du musst zum Vorstellungsgespräch. Nimm den Aufzug. Da drüben. Danke. Aufzug da lang. Alles klar. Sehr gut. Ich bin Achti, der Hausmeister. Du arbeitest für mich. Du kannst sagen, ich habe dich geschickt. Wenn sie dich nicht einstellen, es gibt Arbeit für die Axt. Nimm sie hinter die Sauna. Ich habe genug Nachtschichten geschoben, um zu wissen, dass man dabei seltsam wirken kann. Aber für mich hat Arti ein freundliches Gesicht. Besser als jemand ohne Gesicht. Stell dir vor, ohne Gesicht. Und weiter geht's. Aber ich weiß schon, was du denkst.
Wenn es hier einen Axtmörder gibt, ist er es. Ja, höchstwahrscheinlich. Okay, da haben wir einen Aufzug. Da gehen wir jetzt rein. Meine Zelle und das Poster. Ich war 11, als ich erstmals hinter das Poster blickte. Sie sagten, ich hätte es mir eingebildet. Seitdem habe ich versucht, es herunterzureißen. Hilfst du mir? Dieses Büro scheint irgendwie nur die veralteten Methoden zu verwenden, keine neumodernen Geräte. Sogar die Telefone haben noch Wählscheiben. Die Computer sind auch noch recht alt. Ein Haufen Aktenschränke. Das sind so alles Sachen, die man an sich gar nicht mehr wirklich verwendet. Das wird wahrscheinlich so seinen Grund haben. Das lernt man bestimmt alles im Lauf der Geschichte noch kennen. Und wir sind oben angekommen. Habe ich dich kurz verloren? Du weißt, woran ich denke. An meinen kleinen Bruder, Dylan. Vor 17 Jahren hat die Behörde ihn geschnappt. Wir gehen jetzt hier einfach mal weiter. Und schauen nach, was passiert ist. Da haben wir unseren ersten Toten. Ich soll sie aufheben? Die Mordwaffe? Echt? Und das war's mit dem Poster. Objekte der Macht sind entweder Ergebnis oder Ursache von AVI, gewandelten Weltereignissen, Störungen unserer vermeintlichen Realität. So. Die Amtswaffe kann man natürlich als Musterbeispiel ansehen. Für ein ODM, und zwar ein sehr mächtiges. Teil der DNA der Behörde, zentrale Komponente im Primärkandidatenprogramm. Wer dieses russische Roulette überlebt hat, der hat gewonnen. So, meine Lieben, das war's für heute, für das 11. Türchen. Wir sehen uns morgen wieder beim 12. Bis bald. Tschüssi.